Hohe Synode, liebe Geschwister, ich trage Ihnen heute als Vorsitzender des Landeskirchenrates, der ich als Landesbischof qua Amt bin, einen Bericht über unsere Arbeit im Landeskirchenrat vor. Das soll jetzt regelmäßig im Frühjahr geschehen. Der neue Landeskirchenrat arbeitet in guter Weise und vertrauensvoll zusammen. Wir haben uns relativ schnell zusammengerauft und ich merke, dass da ein guter Geist am Werk ist und wir in guter Weise unterwegs sind. Ich habe ein hohes Interesse daran, dass unser Miteinander im Landeskirchenrat wie auch zusammen mit der Landessynode offen und transparent bleibt und hoffe, dass das auch in Ihrem Interesse ist. Der Landeskirchenrat leitet die Kirche zwischen den Sitzungen der Landessynode. Wir haben vier Organe in unserer Landeskirche, die Landessynode, den Landeskirchenrat, das Kollegium des Kirchenamtes und den Landesbischof, die verschränkt und geschwisterlich zusammenarbeiten. So sieht es unsere Verfassung vor. Das ist durchaus herausfordernd und mit den Leitungskonstruktionen im gesellschaftlichen Umfeld nicht deckungsgleich. Der Landeskirchenrat ist die institutionelle Gestalt dieser Organverschränkung. Manche sehen das aus Demokratiegründen auch kritisch, weil da alle zusammensitzen. Ja, da sitzt das ganze Kollegium, der Bischofskonvent, die Synode. Es gibt sozusagen wechselseitige Nicht-Zusammensitzen, gibt es da nicht, aber das ist das Prinzip der Organverschränkung, das unsere Verfassung bietet. Ich bitte jetzt mal die Mitglieder des Landeskirchenrats aufzustehen, damit alle Synodalen sehen, wer das ist. Wir haben sie zwar alle gewählt, aber ist ja nicht. Ich wollte sie eigentlich namentlich aufrufen, aber ich sehe schon. Da ist zum einen der Präses der Landessynode, dann 8 weitere Mitglieder der Landessynode, darunter mindestens 6 Mitglieder, die nicht hauptberuflich sind. Das sind Professor Dr. Karl-Heinz Brandenburg, dort steht er, Friedhelm Fiedelack, da ist er, Michael Jalowski. Da steht er. Anne-Marie Keding ist nicht da, ist entschuldigt. Michael Klemann, Annette Reisig, Jennifer Scherf und Christine Sobczyk. Genau, dazu gehören die Regionalbischöfe und die reformierte Senior, die Sie hoffentlich kennen, die können ja auch mal kurz ihren Arm heben, der Präsident des Kirchenamtes und der Leiter des Diakonischen Werkes, der Ihnen auch bekannt ist. Vielen Dank fürs Aufstehen. Sie als Synodale können sich an Ihre Landeskirchenratsmitglieder wenden, wenn Sie Themen in den Landeskirchenrat eintragen wollen. Das geht natürlich nicht als um die Ecke sozusagen, aber dass Sie wissen, wenn Sie das Gefühl haben, was wir arbeiten und was wir Ihnen auch hier vorstellen, geht völlig an dem vorbei, was unsere Kirche tun muss, wissen Sie, wen Sie ansprechen können. Vom Landeskirchenrat der zweiten Landessynode haben wir den Staffelstab übergeben bekommen und 8 Punkte hat damals der alte Landeskirchenrat dem neuen Landeskirchenrat übergeben. Sie sind in der letzten Klausursitzung im Juli 2020 auf dem Hainstein benannt worden. Diese Punkte werden nun nach und nach miteinander besprochen und neben den anderen Themen, die sich zwangsläufig ergeben, wie Gesetzesvorhaben, Haushalt etc., weiter bearbeitet. Folgende Themen standen auf der Staffelübergabeliste. Das eine war Sitzungskultur und geistliche Kultur im Landeskirchenrat. Das haben wir schon bearbeitet und uns darauf verständigt, also wie wir Gottesdienste miteinander feiern, wie es anfängt und aufhört, was, wie oft gesungen werden darf und so weiter. Das haben wir alles begonnen zu diskutieren. Welche Prüffragen müssen formuliert werden, war der zweite Punkt, und zwar im Blick auf die Ordnung und im Blick auf die Reduzierung landeskirchlicher Mittel unter den Aspekten Bildungsauftrag und Wirtschaftlichkeit. Wie kann die Beziehung zu Menschen unterschiedlicher Milieus gestärkt werden? Das haben wir uns vorgenommen für den Mai. Steckt der Gottesdienst in der Krise? Da wollen wir im Juli dran. Ordnung der geistlichen Ämter und Durchlässigkeit von Haupt-, Neben- und Ehrenamt. Welche kulturellen Veränderungen wollen wir anstiften, damit in der EKM Neues wachsen kann, indem wir Gewohntes unterbrechen und lernen loszulassen? Dann das Thema, das Profil einer evangelischen Schule als kirchlicher Lernort. Wie sieht die Seelsorge in der Zukunft aus, ist dann für Herbst 2022 vorgesehen. Die Traktantenliste habe ich in die Drucksache mal eingefügt. Da sehen Sie, was wir vorhaben und was unsere Arbeitsvorhaben über das normale Tagesgeschäft hinaus ist. Zweitens, wir haben im Landeskirchenrat über offene Kirchen in Zeiten von Krieg und Seuche diskutiert und darüber auch überlegt, ob wir nochmal das in die Synode einbringen und in welcher Weise. Der Landeskirchenrat hat sich damit schon öfter befasst. Gerade in Zeiten der Pandemie, aber auch aktuell in Zeiten des Krieges, ist es wichtig, dass unsere Kirchen offen sind und Menschen dort beten können. Ich danke allen, die sich für das Kirchenöffnen eingesetzt haben und einsetzen.
Zum Beispiel, indem Sie auch in der Corona-Zeit mit der Aktion Trauerzeit, Trauerort, Trauergebet sich beteiligt haben. Bei uns im Dom läuft das noch weiter in Magdeburg und da ist jetzt inzwischen das 5. oder 6. dicke Buch ausgefüllt, wo die Leute einschreiben, was sie bewegt, wofür sie trauern, was sie beten wollen. Die Corona-Pandemie und jüngst auch der Krieg in der Ukraine haben den Bedarf nach verlässlich geöffneten Kirchen erneut nachdrücklich gezeigt. Nicht nur aus touristischen, sondern auch aus seelsorgerlichen Gründen brauchen wir offene Kirchen. Menschen suchen nach Orten, an denen sie sich mit ihren Sorgen, ihrer Trauer, ihren Wünschen und Hoffnungen zurückziehen, still werden, allein sein und ungestört für sich und andere beten können. Der überwiegende Teil unserer Kirchen ist immer nur während der Gottesdienste zugänglich. Hier ist, finde ich, ein Umdenken wünschenswert und auch notwendig. Kirchen sollten grundsätzlich offen sein. Nur im Ausnahmefall kann es Gründe geben, eine Kirche geschlossen zu halten. Ich ermutige Sie, nach Möglichkeiten zu suchen, in Kooperation mit anderen vor Ort die Kirchen offen zu halten und sich vielleicht gerade dadurch näher auch mit anderen kennenzulernen. Denn Menschen im Ort, im Dorf, in der Gemeinde, in der Stadt sind oft bereit, eine Kirche mitzuöffnen. Bisher sind 10% unserer Kirchen verlässlich ungefähr geöffnet, also ungefähr 300 von ungefähr 3.000 bis 4.000 Kirchen. Das war jetzt eine nette mathematische Berechnung. Das sehen wir daran, dass diese Kirchen eine Versicherung abgeschlossen haben, die es gibt. Man kann also als Kirche, wenn man seine Kirche öffnet, eine Versicherung abschließen bei der Ecclesia über unsere Landeskirche, die dann sozusagen, wenn etwas passiert, dafür eintritt. Ich höre bei meinen Besuchen, dass Kirchengemeinden regelmäßig gute Erfahrungen mit geöffneten Kirchen machen. Die Gästebücher und Gebetsbücher dokumentieren, wie dankbar die Kirchen sind, wie dankbar die Menschen sind, eine geöffnete Kirche vorzufinden. Die Sorgen der Menschen richten sich eben nicht nach unseren Öffnungszeiten. Wir haben in der Regel für die Sanierung unserer Kirchen großzügige Fördermittel ausgereicht bekommen. Auch das ist ein Argument für die Öffnung unserer Kirchen. Wer Fördermittel bekommt, kann schließlich hinterher schlecht seine Kirche zuschließen. Deshalb bitte ich Sie und bitte ich alle Gemeindekirchenräte der EKM, ihre Kirchen, wenn irgend möglich, zu öffnen. Ich bitte Sie dafür, zuerst die weitgehenden Möglichkeiten in den Blick zu nehmen und erst dann zu prüfen, ob Sie Ihre Kirche überhaupt abschließen müssen. Vielleicht können Ihre Kirchen unabhängig von der Jahreszeit frühmorgens, auf und abends wieder abgeschlossen werden oder Sie können auf starre Öffnungszeiten oder stundenweise Öffnung dadurch verzichten. Für ein Auf- und Abschließen sollten immer auch Nichtmitglieder unserer Kirche angesprochen werden. Die Landessynode sieht, dass die Öffnung von Kirchen auch Risiken mit sich bringt. Das ist damals diskutiert worden. Deshalb unterstützt die Landeskirche weiterhin die Gemeinden, indem sie die gesondert für geöffnete Kirchen angebotenen Versicherungen auch zukünftig mitträgt. Für die Beratung dafür wird 2016 eine 2016 entstandene Handreichung neu aufgelegt. Und wenn Sie Fragen dazu haben, können Sie jederzeit gerne an den Gemeindedienst bei uns wenden. Drittens, Bericht aus dem Landeskirchenrat. Bericht zur Arbeit der Arbeitsgemeinschaft Entwicklungsperspektiven für Kirchenkreise und den Beschlüssen des Landeskirchenrates. Die Aufgaben und Funktionen der Kirchenkreise in der EKM sind durch das Prinzip der Subsidiarität geprägt. Entsprechend unserer Kirchenverfassung unterstützen und fördern Kirchenkreise ihre Kirchengemeinden. Dies geschieht auch durch Übernahme von Aufgaben, die Kirchengemeinden selbst nicht oder nicht mehr leisten können. Durch einen angemessenen Ausgleich der Kräfte und Lasten sollen die Kirchengemeinden gestärkt werden. Diesem Ziel dient auch das aufsichtliche Handeln des Kirchenkreises gegenüber den Kirchengemeinden. Kommunikation des Evangeliums geschieht in den Gemeinden, in den Gruppen und Kreisen, im seelsorgerlichen Gespräch, in den verschiedenen Einrichtungen, Bildungsprozessen jeglicher Art und unterschiedlichen gesellschaftlichen Kontexten und natürlich auch in der Diakonie. Die aktuelle Struktur der Kirchenkreise bildet die Entwicklung der Gemeindegliederzahlen nicht mehr ab. Es besteht die Gefahr, dass die Kirchenkreise für die ihr von der Verfassung zugewiesenen Funktionen über zu geringe Ressourcen, Gemeindeglieder, Hauptamt, Ehrenamt verfügen. Dies lässt eine Bündelung der Ressourcen von Kirchenkreisen als eine Möglichkeit angemessener Kirchenkreisentwicklung erscheinen. Deshalb hat der Landeskirchenrat am 20. März eine Arbeitsgruppe einberufen und ihr folgende Aufgabe erteilt. A. Erarbeitung von Entwicklungsperspektiven im Hinblick auf die Funktion von Kirchenkreisen. B. Erarbeitung von Maßnahmen zur Umsetzung von Qualitätskriterien. C. Erarbeitung eines Verfahrens zur transparenten Klärung der Frage von angemessenen Größen der Kirchenkreise unter Berücksichtigung der jeweiligen Kontexte. D. Erarbeitung von Verfahren zum Umgang in Personalfragen bei Strukturänderungen auf der mittleren Ebene.
und E, Erarbeitung eines einheitlichen Verfahrensablaufes, bevor Nominierungsausschüsse zur Neubesetzung von Stellen des Superintendentenamtes eingesetzt werden. Ich weiß nicht, ob Sie irgendwas oder viel verstanden haben. Wir haben als Arbeitsgruppe diesen Arbeitsauftrag auch öfter gelesen, weil man ihm anmerkt, eine große Vorsicht, dieses Thema anzugehen, dieweil schon mal vor einigen Jahren, ja 2013, 14, glaube ich, ein Versuch unternommen worden ist, über Kirchenkreisveränderungen nachzudenken, der dann mehr oder weniger wieder eingestellt worden ist. Sehr zügig hat die Arbeitsgruppe dann dem Landeskirchenrat Beschlussvorlagen zu den Punkten D und E vorgelegt. Zu Punkt D, Berufsbiografien und Berufungszeiträume der Superintendentinnen und Superintendenten sind zu respektieren. Und E, Einführung von Perspektivgesprächen mit Vertretern aus dem neu zu besetzenden Kirchenkreis und den benachbarten Kirchenkreisen vor Einberufung des Nominierungsausschusses. Und dann ist das passiert, was viele von Ihnen mitgekriegt haben, wir, glaube ich, zwei Drittel der Kirchenkreise hat es betroffen, dass wir die Perspektivgespräche eingeführt haben. Aller Anfang ist schwer. Das galt auch für die Perspektivgespräche, ein neues Format, in dem Vertreter der Kirchenkreise gebeten waren, die Ist-Situation sowie die mittel- und langfristige Perspektivplanung darzustellen. Gemeinsam mit Vertretungen der Landeskirche galt es im anschließenden Gespräch, die personellen, konzeptionellen, strukturellen und finanziellen Situationen sowie Planung zu diskutieren und gegenseitige Wahrnehmungen auszutauschen. Eingeladen zu diesem Gespräch wurde von der Präsidentin und jetzt vom Präsidenten des Landeskirchenamtes. Und es war jeweils der Präses, der Superintendent des Kirchenkreises sowie zwei weitere Mitglieder eingeladen des Kirchenkreises sowie Vertreter der umliegenden Kirchenkreise in gleicher Besetzung. Auf Grundlage dieser Gespräche hat das Kollegium im Anschluss entschieden, ob ein Nominierungsausschuss eingesetzt wird, eine befristete Ausschreibung erfolgt oder eine kommissarische Beauftragung für die Leitung des Kirchenkreises vorgesehen wird. Wir haben großartige und engagierte Berichte gehört und gesehen, auch wenn wir uns zum großen Teil nur per Video bei den meisten Gesprächen treffen konnten. Es hat uns auf landeskirchlicher Ebene gut getan, so viel aus den Kirchenkreisen zu hören, so nah an Freud und Leid dran zu sein. Wir hatten aber auch den Eindruck, dass es den Kirchenkreisen schwer gefallen ist, problematische Themen anzusprechen und mehr als 10 Jahre in die Zukunft zu blicken. Gerade dazu möchte ich aber ausdrücklich ermuntern und ermutigen, unabhängig von allen Perspektivgesprächen. Wir müssen jetzt, solange wir noch Handlungsspielraum haben, personell und finanziell sinnvolle Strukturen schaffen und dürfen nicht warten, bis wir dann in eine Situation geraten, wo wir nichts mehr gestalten, sondern bloß noch reagieren können. Wir haben auch wahrgenommen, dass die Kirchenkreise die Chance des gegenseitigen Austauschs gesehen und genutzt haben und Verabredungen über diese Perspektivgespräche hinaus getroffen haben. Es sind an mehreren Regionen unserer Landeskirche jetzt intensive Gespräche zwischen Kirchenkreisen im Gang. Und das ist ja genau das, was wir durch diese Gespräche erreichen wollten. Zukünftig wird die Kopplung von Perspektivgesprächen mit der Einberufung von Nominierungsausschüssen zur Superintendentenwahl aufgehoben. Das hat der Landeskirchenrat am Ende beschlossen. Das heißt, wenn jetzt Ihre Superintendentenstelle frei wird, droht Ihnen sozusagen kein Perspektivgespräch mehr. Aber Sie können jederzeit eins beantragen. Das heißt, wir sind bereit einzuladen, wenn Sie uns als Kirchenkreis sagen, wir wollen ein Perspektivgespräch mit Nachbarkirchenkreisen führen, werden aber das Gesprächsformat in dieser Weise so streng gekoppelt an die Neubesetzung von Superintendentenstellen nicht mehr fortführen. 3.3, Nachbesetzung von Kreisfahrstellen für Superintendentinnen und Superintendenten. Nach 8 Perspektivgesprächen, Sie haben da eine Anlage, wo Sie das drin sehen können, in denen gut 2 Drittel unserer Kirchenkreise beteiligt waren, hat sich gezeigt, für die weiteren Entscheidungen in einem Kirchenkreis ist es wichtig, die Kreisfahrstelle für Superintendentinnen und Superintendenten zu besetzen. Wir hatten vorher noch nicht so einen klaren Blick als Arbeitsgruppe, ist das, unterstützt das das stärkere Zusammengehen, wenn da jemand nicht, wenn sozusagen ein Kirchenkreis jetzt keinen Superintendenten hat, und uns sehr schnell klar geworden, unser neuer Präsident hat gesagt, das ist überhaupt rechtswidrig, solange es einen Kirchenkreis gibt, muss der Superintendent gewählt werden. Zum Zweiten ist deutlich geworden, dass es auch, um gute Strukturen zu bauen, nötig ist, dass sozusagen mal auf Augenhöhe diskutieren kann. Dazu braucht es die Besetzung dieser Stellen. Wenn diese nämlich nicht besetzt sind, sind die Kirchenkreise nicht ausreichend für die anstehenden Prozesse aufgestellt. Deshalb wird künftig von allen Kandidatinnen und Kandidaten für die Leitung eines Kirchenkreises eine schriftliche Bekundung erwartet, bei Veränderungen der Kirchenkreisstruktur gegebenenfalls zurückzutreten oder auch den Veränderungen zuzustimmen. Es kann auch sein, dass ja ein Superintendentinnen- und Superintendententeam gebildet wird.
Ohne diese Einwilligung kann keine Kandidatur mehr erfolgen. Qualität und Quantität im Kirchenkreis, das waren wichtige Themen unserer Arbeitsgruppe. Ziel ist es, dass unsere Kirchenkreise so aufgestellt sind, dass sie auch in Zukunft alle ihre verfassungsgemäßen Aufgaben erfüllen können. Dabei sollen sie insbesondere die Kirchengemeinden kraftvoll unterstützen. Zur Umsetzung dieser Ziele verfügen die Landeskirchen und die Kirchenkreise über, das waren die Ziele, Klarheit über den Veränderungsbedarf anhand von quantitativen Kriterien, ein Angebot zur Prüfung und Funktionalität der Qualität, eine Beschreibung der Entscheidungen und Kommunikationsstrukturen sowie Aspekte der Evaluation im Prozess. So hat das die Arbeitsgruppe weiter konkretisiert. Dem Landeskirchenrat wurde zu seiner Sitzung am 2.3. Juli ein Eckpunktepapier, was wir Ihnen als Anlage 2a mit beigelegt haben, vorgelegt, in dem neben der Zielvergewisserung insbesondere Maßnahmen zur Umsetzung von Qualitätskriterien ein Verfahren zur transparenten Klärung der Frage von angemessener Größe der Kirchenkreise und Modelle zur Umsetzung behandelt wurden. Das sehen Sie, das ist dann der Beschlusstext des Landeskirchenrates, was er beschlossen hat, Anlage 2b. Es war sehr schnell deutlich, dass die Verkopplung von Größe eines Kirchenkreises und seiner Qualität nicht weiterführt in der Diskussion, sondern ein Kirchenkreis ist nicht automatisch, wenn er groß ist, funktionaler als einer, der kleiner ist. Es kann sein, dass ganz andere Qualitätskriterien in kleineren Kirchenkreisen da sind als in größeren. Deshalb hat sich die Arbeitsgruppe die Aufgabe gestellt, die Funktionalität eines Kirchenkreises durch Qualitätskriterien zu beschreiben. Das finden Sie in Anlage 4. Damit wird es möglich, Ansprüche an die Umsetzung des kreiskirchlichen Auftrages zu beschreiben, ohne zugleich die Frage der Kirchenkreisgröße zu problematisieren. Die Qualitätsmerkmale sind in 4 Kriteriengruppen zusammengefasst: Zeugnis- und Dienstgemeinschaft, Innovationskraft, Gemeinschaft der Kirchengemeinden und körperschaftliche Anforderungen. Jedem Kirchenkreis steht es frei, für seinen eigenen Kontext weitere Kriterien zu entwickeln. Das Papier wird verkehrt verstanden, wenn es zur schematischen Abarbeitung einer Selbstevaluation führt. Es wird im Sinne der Arbeitsgruppe verstanden, wenn es ein Gespräch ermöglicht, das unterschiedliche Perspektiven auf die Situation des Kirchenkreises und die zukünftige Diensterfüllung eröffnet. Der Landeskirchenrat hat im März 2022 Anlage 5a und 5b beschlossen, dass alle Kirchenkreise der EKM in Verantwortung der Kreissynode einmal in der Legislaturperiode, insbesondere im Zusammenhang mit Veränderungen und der Einbeziehung der Kirchengemeinden, eine Selbstevaluation anhand des Kriterienkatalogs dieser Qualitätskriterien zur Selbsteinschätzung durchführen. Wie Sie das angehen, dazu gibt es keine Handreichung. Es soll für Ihre Situation im Kirchenkreis passen. Der Landeskirchenrat weist aber darauf hin, dass es eine gute Möglichkeit ist, den Gemeindedienst hier einzubeziehen. Das heißt, wir haben als Landeskirchenrat beschlossen, dass in allen Kirchenkreisen jetzt in der Legislatur über die Qualität der Arbeit mit der Landessynode und auch unter Umständen mit den Gemeinden gesprochen wird. Wir halten das für ein sinnvolles Verfahren, auch die Kreissynoden zu qualifizieren, dass sie auch diese Themenfelder der Qualität auch in den Blick nehmen. Und wir halten es, gerade wenn es auf Veränderungen zusammengehen zugeht, für wichtig, vor einer Veränderung zu erheben, was ist die Qualität unseres Kirchenkreises, und nach der Veränderung nochmal zu schauen, wie konnten wir diese Qualität in die neue Konstruktion, die entstanden ist, einbringen. Weil wir haben kein Interesse, dass sich Kirchenkreisfusionen oder Kirchenkreisverbände oder was auch immer Ihnen einfällt, wie das Zusammengehen sein kann, auf dem niedrigsten Level der Qualität vereinigen, sondern es soll so sein, dass die jeweiligen Qualitäten der Kirchenkreise, die zusammenkommen, das Gemeinsame prägen. Das ist die Aufgabe. Quantität. Im Ergebnis hat der Landeskirchenrat im Sommer letzten Jahres folgende Kriterien und Beantwortung der Frage nach einer angemessenen Größe der Kirchenkreise beschlossen. Maßgebliches Kriterium ist der Rahmenstellenplan für den Verkündigungsdienst, der sich nach der Formel im Finanzgesetz berechnet und damit schon mehrere Faktoren berücksichtigt. Um Planungssicherheit für Strukturprozesse auf Kirchenkreisebene zu haben, ist ein Ampelsystem entwickelt worden. Grün, wenn Sie im Kirchenkreis mehr als 25 vollbeschäftigten Einheiten im Rahmenstellenplan haben, besteht für Sie kein zwingender Handlungsbedarf. Klingt erstmal schön, kann aber sein, dass neben Ihnen ein Kirchenkreis liegt, der dringenden Handlungsbedarf hat. Dann kommt der Handlungsbedarf auch auf Sie zu. Das heißt, Grün schützt nicht vor Veränderung, heißt nur, dass Sie selbst jetzt nicht sozusagen an die Spitze der Veränderung treten müssen. Gelb
Kirchenkreis muss handeln zwischen 21,5 und 25 vollbeschäftigten Einheiten. Orange, Kirchenkreis muss zwingend handeln zwischen 18 und 21,5 vollbeschäftigten Einheiten. Und die Ampel geht auf Rot, sobald man unter 18 vollbeschäftigten Einheiten ist. Wenn dann niemandem was einfällt oder nichts vorgelegt ist, dann wird der Landeskirchenamt aktiv und leitet eine Veränderung gemäß Artikel 34 der Verfassung ein, die ja aus zwei Wegen möglich ist. Einerseits durch die Aktivität der Kirchenkreise und auf Aktivität des Landeskirchenamtes. Wir haben ein hohes Interesse, wie Sie an dem Papier sehen, dass Sie als Kirchenkreise die Veränderung organisieren. Und wir können uns auch eine Buntheit vorstellen, wie das dann aussieht. Also keine gleichgeschneiderte Lösung, sondern Ihre Fantasie, Ihre Ideen sind gefragt. Da die Stelle im Verkündigungsdienst in jedem Kirchenkreis hochgerechnet werden können, ist mit dieser Ampel frühzeitig zu erkennen, wann der Handlungsbedarf einsetzt. Das sehen Sie in der Anlage 3a bis 3c. Da sehen Sie bei 3a nur einige rote. Wenn Sie mal ein bisschen umblättern, sehen Sie, das wird in den nächsten 20 Jahren relativ schnell ganz schön rot. Und es besteht da Handlungsbedarf und wie gesagt, nicht warten, bis es dunkel-orange wird, sondern frühzeitig reagieren. Vielleicht noch eine Nebenbemerkung zu, wie kommen wir auf diese Größenordnung? Man kann ja da, das sind das willkürliche Setzungen, wie kommt man auf so eine Idee? Erstmal ist wichtig, es handelt sich um den Rahmenstellenplan. Es kann sein, dass Ihr Kirchenkreis 44 Stellen hat, weil er ganz viele refinanzierte Stellen hat, also dass er findig ist und trotzdem im Rahmenstellenplan nur bei 20 ist oder 19. Ja, das heißt, wir haben aber den Rahmenstellenplan, weil das andere nicht vergleichbar ist, zwischen Land und Stadt und verschiedenen Konstellationen gewählt. Zum Zweiten, wie kommen wir auf die Idee? Wir haben es festgemacht an der Ressource der Mitarbeiter, und zwar an den Berufsgruppen Kantoren und Gemeindepädagogen. Wir haben gesagt, wenn in einem Kirchenkreis bloß noch 3 Kantoren da sind, oder dann tendenziell 2, dann ist kein kollegialer Austausch mehr im guten Sinne möglich. Wenn der eine krank ist und der andere auch gerade irgendwie unpässlich, dann gibt es plötzlich niemanden mehr, der für die kirchenmusikalische Arbeit im Kirchenkreis einsteht. Und insofern braucht es da eine Mindestgrößen, auch gerade in diesen beiden Berufsgruppen. Und wir haben gesagt, 3 ist so das untere Minimum, ist noch trinitarisch gedeckt. Das können wir uns vorstellen. Dann kommen Sie eben auf 3, 6 und dann 2/3, 1/3 kommen Sie auf 18. Und das ist sozusagen die rote Linie, die wir da eingezogen haben. 3-4-3, wie soll das nun passieren? Welche Strukturmodelle sind denkbar? Strukturell notwendige Veränderungen von Kirchenkreisen führen sofort zu der Frage, ob unsere bisherigen Rahmenbedingungen für einen Kirchenkreis noch die richtigen sind. Deshalb gibt es neben unserem geltenden Regelung, das Modell 1, 2 Kirchenkreise fusionieren, 2 weitere Modellvorschläge. Das ist einmal das Modell 2, der Kirchenkreisverband, und das Modell 3, die primäre Selbststeuerung. Was das ist, weiß ich auch noch nicht. Das ist das, was Sie selbst entwickeln, und wir sind sehr gespannt. Der Landeskirchenrat hat in seiner Märzsitzung 2022 das Landeskirchenamt beauftragt, in Abstimmung mit den Kirchenkreisen konkrete Schritte zur Umsetzung und Ausgestaltung aller 3 Modelle zu erarbeiten. Das heißt, es gibt für Ihre Veränderung keinen festen Fahrplan, sondern das muss je und je dann geschaut werden, auf welches Modell wollen Sie zugehen, wie denken Sie das und so weiter. Darüber hinaus hat der Landeskirchenrat das Dezernat Bildung und Gemeinde unter Einbeziehung von Personal und Finanzen in Verbindung mit dem Gemeindedienst der EKM in der Gemeindeberatung gebeten, auch der Organisationsentwicklung bis Ende Mai 2022 Module zur Begleitung dieser Prozesse vorzulegen und Begleitinstrumente zu entwickeln. Da können Sie also jederzeit nachfragen, dann ab Mai, Ende Mai, ja, dann gibt es da auch was, was Ihnen helfen kann, wenn Sie selber nicht wissen, wie Sie es machen sollen. Wenn Sie eine Idee haben, machen Sie es einfach. 3.5, das Ehrenamt. Es ist keine Sitzung vergangen in der Arbeitsgruppe, ohne die Auswirkungen der Überlegungen und Beschlüsse auf das Ehrenamt zu bedenken. Die drohende und schon vorhandene Überforderung des Ehrenamtes stand uns immer vor Augen. Dabei spielen gerade die langen Wegzeiten zur Sitzung natürlich eine entscheidende Frage. Wenn Sie nachher 2 Stunden fahren und 2 zurück, um an einer 2-stündigen Sitzung teilzunehmen, ist das Verhältnis irgendwie nicht mehr real und für Menschen, die im Berufsleben stehen, auch nicht mehr real machbar. Das heißt, da steht eine klare Überforderung oder auch dann auch wahrscheinlich auch gar nicht mehr, dass man gar keinen mehr findet, der bereit ist, das zu tun. Gleichzeitig ist ein anderes Thema immer die Frage des Verlustes an regionalen Beziehungen. Das hat eine große Rolle auch gespielt in unseren Diskussionen. Unsere kleinteilige Gemeindestruktur mit ihren vielen Gremien auf der Gemeindeebene bindet sehr viel Ehrenamt, wie in einer anderen Landeskirche der EKD. Dazu kommen die Herausforderungen der Regionalisierung.
Ein möglicher Ausweg könnte in einer Differenzierung des Ehrenamtsengagements liegen. Ebenso sollte der bisweilen gegebene Automatismus des gekoppelten Stufenprogramms auf allen Ebenen für Ehrenamtliche hinterfragt werden. Das meint hier, bist du in der Gemeinde aktiv und fällst besonders auf, bist du dann im Kreiskirchen oder in der Region, fällst du da auch aktiv und zeithabend auf, bist du sofort. Wir haben ja oft so diese Mischung, dass das nicht sich differenziert, sondern einer alles macht, sie nicken alle mit dem Kopf. Deswegen sind sie auch in der Synode, genau. Und wie man da differenzierter das anschauen kann, wer macht was, also dass diese Überforderung, und das ist nicht zu schaffen, gelöst wird. Zum Zweiten wird es auch eine Veränderung von Sitzungskultur bedeuten müssen, wahrscheinlich seltener, aber öfter, auch eine Mischung aus digitalen und präsentisch und so weiter. Da sind Sie auch in den Kirchenkreisen gefragt, bei Veränderungen das alles mitzudenken. Oft ist es jetzt schon heftig und wir erleben das jetzt gerade bei den Strukturen, die wir ja mit den beiden Sprengeln geschafft haben. Wir sind ja sozusagen als Landeskirche vom Kopf her sind wir vorne rangegangen. Wenn der Superintendent aus Liebenwerda nach Salzwedel fahren will, braucht er irgendwie 3,45 oder 2,45, irgendwas um die 4 Stunden. Das heißt, 8 Stunden Fahrt oder 7 bis 8 Stunden Fahrt, da macht es keinen Sinn, sich zu einer 4-stündigen Sitzung zu treffen. Ja, das heißt, man muss also Übernacht tagen und man muss also nochmal oder sich im zentralen Ort treffen. Man muss neue Überlegungen finden. Das ist nicht einfach. Das schafft, es macht auch nicht nur Spaß, aber wir erleben auch jetzt gerade in diesem Prozess, dass es auch ein neues Interesse und einen neuen Spaß auch gibt an den Veränderungen. Also es kann auch was bewirken. Keineswegs ist daran gedacht, unsere Regelung zur mehrheitlichen Beteiligung von Ehrenamtlichen in den meisten kirchlichen Entscheidungsgremien in Frage zu stellen. Das heißt nach dem Motto, wir brauchen jetzt keine Ehrenamtlichen mehr, wenn die zu weit fahren und nicht mehr kommen wollen, sondern das muss organisiert und ermöglicht werden. In der kontinuierlichen Stärkung des Ehrenamtes und der Ermöglichung von größter Wirkmöglichkeit ehrenamtlicher in der Kommunikation des Evangeliums liegt eine der zentralen Aufgaben der Gemeindeentwicklung des 21. Jahrhunderts. Was sind die nächsten Schritte? Der Landeskirchenrat sieht die Kirchenkreise als die handelnden Akteure für die Schritte zur Perspektiventwicklung in den Kirchenkreisen. Deshalb wurde beschlossen, dass die Kirchenkreise wie folgt dem Landeskirchenrat berichten. Bis zum 30. November 2022, das ist in diesem Jahr, berichten alle Kirchenkreise über ihre Kreiskirchenräte dem Landeskirchenamt über die bis dahin angestellten Überlegungen, Gesprächsstände und Vorentscheidungen. Zweitens, bis zum 30. November 2023 legen die Kirchenkreise dem Landeskirchenamt die Beschlüsse der Kreissynoden für ihre Kirchenkreisstruktur mit Terminierung der Umsetzung vor. Dies betrifft insbesondere Kirchenkreise, die aufgrund der Analyse der qualitativen und quantitativen Kriterien Handlungsbedarf haben, sowie deren Nachbarkirchenkreise. Aber auch Kirchenkreise, die vielleicht erst in 15 Jahren rot, gelb, grün, sozusagen von Rot-Orange oder sowas werden. Es ist klug, jetzt bis Ende nächsten Jahres einfach die Perspektiven zu besprechen, damit wir nicht eine Ungleichwucht kriegen, irgendwelche Kirchenkreise übrig bleiben, ja, weil mit denen keiner spielen will oder so, sondern wir müssen ja schauen, dass es eine sinnvolle Struktur wird. Und insofern braucht es da eine gemeinsame Beschlussstruktur. Das Dritte, sofern der Prozess zur Bildung, Veränderung oder Vereinigung von Kirchenkreisen nicht einvernehmlich verläuft, also der Prozess läuft normalerweise so, Sie überlegen sich, was Sie machen wollen, sagen das dem Kollegium, das Kollegium prüft es, justiert vielleicht nach, diskutiert mit Ihnen, klärt das, man kommt zu einer gemeinsamen einvernehmlichen Lösung, dann geht das in den Landeskirchenrat und ist damit beschlossen. Wenn es nicht einvernehmlich läuft, werden die Beschlüsse gemäß Artikel 34 Absatz 3 und 4 der Verfassung bis zum 30. November 2024 durch diese Landessynode zu fassen sein. Was ist also die Aufgabe der Synode, der Landessynode in diesem Prozess? Bisher habe ich die Ergebnisse der Arbeitsgruppe Entwicklungsperspektiven und die Beschlüsse des Landeskirchenrates für Sie hoffentlich halbwegs nachvollziehbar dargestellt. Es wird sich dabei vielleicht dem einen oder anderen der Eindruck von schon wieder zu führender Strukturprozesse aufgedrängt haben. Dabei haben wir doch ganz andere Aufgaben, wollen das Evangelium mit Wort und Tat verkünden, innovativ sein, Ressourcen auftragsgemäß einsetzen. Ist das ein Widerspruch? Die Vorlage für die Sitzung des Landeskirchenrates im März 2022 beginnt mit 6 Impulsen, die ich Ihnen für die weitere Überlegung in Ihren Kirchenkreisen ans Herz legen möchte. Mit den ersten beiden habe ich meine Ausführung begonnen. In Strukturveränderungen liegt nicht die Lösung unserer Probleme. Aber wenn bestehende Strukturen Teil unserer Probleme werden, dann müssen wir handeln. Das heißt, die Frage darf nicht lauten, wie kann ich unter der gegebenen Situation unseren Auftrag am besten erfüllen? Das können zurzeit die meisten Kirchenkreise nämlich sehr wohl.
sondern welche Rahmenbedingungen sind derzeit und zukünftig die besten, um unseren Auftrag zu erfüllen. Mit den Beschlüssen des Landeskirchenrates zielen wir darauf ab, die Selbstverantwortung der Kirchenkreise zu stärken. Wir verstehen die Beschlüsse als Signal, Ideen für eine angemessene Kirchenkreisstruktur in enger Zusammenarbeit mit den Kirchengemeinden und der landeskirchlichen Ebene zu entwickeln. Was ist nun die Aufgabe von Ihnen als Landessynode? Wenn der Prozess konfliktfrei bzw. konfliktarm verläuft, haben Sie gar nichts zu tun. Sollte es zu einem Konflikt kommen, muss die Landessynode entscheiden. Ich hoffe, dass wir in gutem Einvernehmen die notwendigen Dinge zwischen den Kirchenkreisen und dem Landeskirchenamt und dann im Landeskirchenrat klären können. Mein Dank geht an die Mitglieder des Landeskirchenrates und an die Mitglieder der Arbeitsgruppe. Es war ein im guten Sinne kontroverser Prozess. Kontrovers in einem guten Geist und mit dem guten Willen, auf allen Seiten das Beste für unsere Kirche zu erreichen. Unser Ziel war und ist es, die je bestmögliche Struktur für die Verkündigung des Evangeliums in unseren Kirchenkreisen auf den Weg zu bringen. Was uns dabei allein helfen kann, spricht uns die Tageslosung aus dem Josua-Buch zu, die wir heute schon gehört haben. Haltet dem Herrn, eurem Gott, die Treue, so wie ihr es bisher getan habt. So sei es. Amen. Danke für die Aufmerksamkeit.